Seit über einer Woche gibt es politische Unruhen in Chile. Wir haben darüber berichtet. Es hat große Demonstrationen gegeben, mittlerweile 18 Tote und mehrere hunderte Verletzte. Die größte Demonstration hat aber am letzten Wochenende stattgefunden, mit über 1 Million Menschen allein in Santiago de Chile. Das war das erste Mal, dass so viele Menschen auf die Straße gingen seit dem Ende der Pinochet-Ära. Entzündet hat sich alles, wie wir schon berichtet haben, an den Erhöhung der Transportkosten für die U-Bahn. Aber es sind jetzt weitere Themen dazugekommen: soziale Ungleichheit, das Rentensystem und Defizite im Gesundheits- und Rentensystem und Bildungssystem. Präsident Piñera hat das erkannt, hat auch Reformen angedeutet und hat am Wochenende gerade aufgrund der großen Proteste eine Kabinettsumbildung verkündet, die er heute vorgenommen hat. Insgesamt hat er 8 Minister ausgewechselt. Das neue Kabinett oder im neuen Kabinett gibt es jetzt 3 Minister der liberalen Partei Evopoli, einer jungen liberalen Partei in Chile, die auch Partner der Naumann-Stiftung ist. Und zwar sind es sehr wichtige Ministerien. Zum ersten ist es das Finanzministerium, das jetzt von Ignacio Briones geleitet wird, ein ausgewiesener Finanz- und Wirtschaftsfachmann, ein Doktorand oder promovierter Experte der Universität in Paris. Er verfügt darüber hinaus über große politische Erfahrung. Er war Staatssekretär im Finanzministerium in der ersten Regierung von Sebastián Piñera. Danach war er OSZE-Botschafter Chiles von 2013 bis 2014 und ist Gründungsmitglied von Evopoli. Das zweite wichtige Ministerium ist das Innenministerium, was gleichzeitig verantwortlich ist für die öffentliche Sicherheit in Chile, was ab heute geleitet wird von Gonzalo Blume. Er ist ebenfalls ein ausgewiesener Experte und verfügt über langjährige politische Erfahrung in unterschiedlichen politischen Funktionen. Das dritte Ministerium, ein Schlüsselministerium, das Ministerium für Transport, also das Ministerium und das Thema, an dem sich die Proteste entzündet haben. Das wird geleitet von Gloria Hood, die Absolventin der Universität Católica ist in Chile, eine ausgewiesene Expertin im Bereich öffentliche Verwaltung und Finanzen. Sie hat aber darüber hinaus 12 Jahre lang für die britische Firma Steer Davis Gleaves gearbeitet. Das ist eine Beratungsfirma für Transportwesen, insbesondere in Lateinamerika. Und die jetzige Ministerin war zuständig für Chile, Kolumbien und Puerto Rico und früher für Brasilien. Sie ist auch Gründungsmitglied von Evopoli und war im ersten Kabinett Pineras, also in seiner ersten Regierungszeit, Staatssekretärin für Transport und hat maßgeblich zur Modernisierung des öffentlichen Transportsystems beigetragen. Piñera hat also damit quasi 3 Schlüsselministerien mit Liberalen besetzt, mit der Partei von Evopoli. Es ist für Evopoli eine große Chance, liberale Politiken in diesen Themenfeldern durchzusetzen. Gleichzeitig ist es aber auch eine sehr, sehr große Verantwortung, weil die Chilenen werden dort sehr genau beobachten, was sich tut und ob sich Veränderungen ergeben. Wir können nur hoffen, dass Sebastián Piñera wirklich die Reformen, die er angekündigt hat, durchführt und dass er auf seine neuen Minister hört, die gerne liberale Vorstellungen durchsetzen würden. Dankeschön.